Ich bin der Flammo Schala von der Firma Focus Strategie GmbH in der Grendelstrasse oder Grendel 19 in Luzern und gebe Online-Unterricht in Mathe. Wir haben Sonntag, den 1. August 2021 und ich bin hier bei der Aufgabe 1a. Es geht um Vereinfachung von einem Term. Wir haben 6 mal a im Quadrat. Minus 6 minus 2 mal 4 plus 3a im Quadrat. Also a im Quadrat, immer daran denken, das bedeutet einfach a mal a. Jetzt geht es darum, dass wir dann den Term so gut wie möglich vereinfachen. Öffnen wir zuerst mal Klammern, dann haben wir hier 6 mal a im Quadrat, das gibt 6a Quadrat. 6 mal minus 6 ist minus 36. Minus 2 mal a, minus 2 mal 4, also minus 2 mal 4 und minus 2 mal 3a im Quadrat. Das gibt minus 2 mal 3a im Quadrat. Genau. Dann haben wir hier also 6a im Quadrat. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir hier 2 mal 4 schreiben, nicht, dass wir nachher in der nächsten Runde die Zahl als 24 lesen, sondern also entweder nehmen wir es sofort zusammen und wenn man es nicht zusammen nimmt, dann einfach ganz klar hier hinschreiben. Jetzt habe ich hier vorne natürlich 36 geschrieben. Ich habe hier das schon konsequent sein. Also schreiben wir hier 6 mal 6 oder 6 im Quadrat, ist das gleiche. Dann haben wir hier also 6 a im Quadrat minus 36 minus 2 mal 4, das ist 8, 2 mal 3, das ist 6, a im Quadrat. Wir sehen hier schon, 6 a im Quadrat löst sich auf. Somit haben wir hier minus 44. Das ist die Lösung, beziehungsweise das ist die Vereinfachung von unserem Term, also unabhängig davon, was wir für ein a einsetzen, angenommen haben als a. Zahl 3, also die Aufgabe ist eigentlich schon fertig, aber jetzt einfach noch als Hinweis, angenommen haben zum Beispiel als a gleich 3, beliebige Zahl, dann haben wir hier 6 mal 3 im Quadrat minus 6 minus 2 mal 4 plus 3 mal 3 im Quadrat und das ist dann 6 mal in Klammern 9 minus 6. Minus 2 mal 4, 2 mal 4, das ist 8. Beziehungsweise lösen wir zuerst noch. Lassen wir das noch kurz in Klammern, dann haben wir hier 2 mal in Klammern 4 plus 3 mal 3 im Quadrat, das ist 9. Also 27, also ich hätte auch hier jetzt schreiben können. 3 mal 3 im Quadrat, das ist einfach 3 hoch 3. Also 3 mal 3 mal 3, 27. Dann haben wir hier 6 mal 3 in Klammern, 9 minus 6 ist 3. Minus 2 mal, also hier 4 plus 27. Das können wir als 31 schreiben. Das ist das Gleiche. Dann haben wir hier 6 mal 3 ist 18, minus 2 mal 31, das ist 62. Und wenn man hier die Lösung nicht sofort sieht, und nicht rechnen, also den Taschenrechner, den wir führen, dann kann man das auch auftrennen in 10 plus 8 minus 60 minus 2. Dann haben wir hier 10 minus 60, das ist minus 50. Und 8 minus 2, das ist 6. Und so sieht man die Lösung schneller unter Umständen. Man sieht, man ist hier wieder bei minus 44. Und also man sieht hier, Vereinfachung von dem Term, das macht Sinn. Warum macht man das Ganze? Man hat vielleicht irgendeinen Zusammenhang in der Realität und will das als Term, als Rechnung, als Zahl abbilden, die Realität. Und dann kommen wir zu einem Ausdruck wie eben 6 mal in Klammern a Quadrat minus 6 minus 2 mal in Klammern 4 plus 3 a im Quadrat. Und dann macht es Sinn, das zu vereinfachen und
dann hat man in dem Fall jetzt hier minus 44 unter anderen Umständen gibt es eine andere Zahl. Oder dann bleibt noch das A drin, dann haben wir zum Beispiel 3a geteilt durch 4 oder ähnliches. Gut.